Mein Wanderpaket, das Swiller-Wanderpaket aus Staffel 7 ist zurück und ich zeige euch jetzt, was drin ist. Mein Wanderpaket war jetzt schon in Staffel 7 unterwegs. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal ganz herzlich bei allen, die dabei waren. Es hat wieder super funktioniert. Klar, manchmal dauert es ein bisschen länger, weil einfach das Leben dazwischen kommt, aber das ist total in Ordnung. Ihr habt immer mit mir kommuniziert, sodass ich immer genau wusste, wo das Paket aktuell ist. Von daher überhaupt kein Problem, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart und hoffe natürlich sehr, dass ihr alle schöne Bücher gefunden habt. Ich werde mir das später nochmal in meinem kleinen Notizbuch hier durchlesen, sozusagen bei wem welche Bücher gelandet sind. Und genau. Bin einfach froh, dass ihr da so Interesse dran habt. Da auch direkt wieder der Aufruf, meldet euch gern bei mir, falls ihr Lust habt, mal mitzumachen oder wieder mitzumachen. Ich glaube, meine Liste an potenziellen Interessenten ist so gut wie abgearbeitet. Von daher kann es sein, dass sogar jetzt in Staffel 8, wenn das Paket wieder auf Reisen geht, schon wieder Platz für euch ist. Das heißt, meldet euch gerne, schreibt mir einfach hier unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt oder gern auch direkt per Mail, dass ihr gern mitmachen möchtet. Dann kann ich euch auf jeden Fall gut kontaktieren und ja, ich würde sagen, wir packen gleich mal aus, was hier alles drin ist und vorher seht ihr aber, was ich reingepackt habe. Diesmal waren es tatsächlich 12 Bücher, einfach weil ich der Meinung war, ich habe so viele gute Bücher gefunden, teilweise natürlich aus öffentlichen Bücherschränken, weil ich ja selber gar nicht so viele Printexemplare lese. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich habe so viele Bücher gefunden, die ich gerne da reinpacken wollte und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, deswegen sind diesmal 12 Bücher geworden und nicht 10 wie sonst und genau, ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt und dann schauen wir, welche davon wieder hier angekommen sind. Heute ist der 9. Januar und ich packe jetzt das Wanderpaket und dann schicke ich es auf Reisen. Es sind ein paar mehr Bücher drin, diesmal insgesamt 12, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich doch ja über unterschiedliche öffentliche Bücherschränke wirklich gute Bücher gefunden habe, die so vom Zustand her gut sind und meiner Meinung nach auch ja sehr gut klingen und sozusagen ja gerne einen neuen Besitzer finden dürfen und deswegen wollte ich mich jetzt einfach nicht entscheiden auf 10 Bücher und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, es werden jetzt einfach 12, es passt in den Karton rein und es macht jetzt vom Gewicht auch nicht so viel aus, zumindest macht es keinen Unterschied beim Betrag, den man bezahlen muss für den Versand, genau, und genau, deswegen kommen jetzt 12 Bücher rein, ich zeige euch die jetzt im Schnelldurchlauf und dann werden wir sehen, welche wieder bei mir ankommen. Als erstes 4 Bücher, die jetzt aus dem letzten Wanderpaket waren, die ich wieder weiterschicken werde, einfach weil ich sie alle selbst gelesen habe. Das ist einmal Die Falle von Melanie Rabe, dann von Ryan David Yan, Ein Akt der Gewalt, dann The Woman in the Window von A.J. Finn und ein Buch, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich es gelesen habe. Ich habe auch tatsächlich immer noch nicht nachgeguckt, ist Amokspiel von Sebastian Fitzek, aber das kommt jetzt einfach weiter. Genau, weil es jetzt bei Fitzek bin ich jetzt nicht so, dass ich es unbedingt lesen muss. Beziehungsweise, ja, wenn, würde ich es mir vielleicht als E-Book oder so irgendwie besorgen. Genau, und dann habe ich jetzt noch 8 Bücher, die, wie gesagt, jetzt aus unterschiedlichen Bücherschränken sind. Teilweise schaut meine Mama für mich in ihren öffentlichen Bücherschränken, sucht die dann alle raus und ich gucke dann, welche Bücher ich sozusagen mitnehme und sie bringt den Rest dann wieder zurück. Und ich habe auch zwischendurch mal geguckt in einem Bücherschrank bei mir und genau, deswegen sind da jetzt einige Bücher, die weiterwandern. Ich habe sie nicht gelesen, es klang teilweise schon gut, sodass ich überlegt habe, sie zu lesen, aber wie gesagt, ich tue mich halt schwer, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr das, ich tue mich schwer mit Printexemplaren aktuell und deswegen wären das alles Bücher, die ich vielleicht sowieso als E-Book lesen würde und im Zweifelsfall vielleicht kommen sie ja auch wieder zurück. Dann kann ich immer noch gucken, ob ich sie behalten möchte. Auf jeden Fall haben wir hier einmal Das Grab im Wald von Harlan Coben. Dann haben wir Sleepless von Andreas Brandhorst. Das hat übrigens einen sehr guten Zustand. Eigentlich fast alle. Also manche haben natürlich Leserillen, aber die meisten haben wirklich einen sehr guten Zustand. Da achte ich eigentlich auch drauf, dass es jetzt nicht solche richtig abgekrabbelten Bücher aus dem Bücherschrank sind. Dann habe ich Glasgesichter von Cordula Hamann, von Allison Galen Dornröschenschlaf. Oh, die Strähne nervt mich. Zerbrechlich von Katrina Kittel. Dann Schwarze Magnolie von Rebecca M. Williams. 7 Lügen von Elisabeth Kay. Und als letztes Nur 15 Sekunden von Kate Peppers. Genau, und das sind jetzt alles Bücher, die ich jetzt an das Wanderpaket packe. Es geht dann auf Reisen. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert, welche Bücher wieder zurückkommen. Und das seht ihr jetzt auf jeden Fall im Video. So, dann versuchen wir jetzt mal auszupacken. Ich habe die Kiste hier neben mir stehen und mein kleiner Sohn steht hier auch noch neben mir. Genau, das bedeutet,
Ist alles ein bisschen eng hier, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Als erstes ist hier meine Goodiebox. Ich packe immer eine Goodiebox rein, wo so ein bisschen, ja, zum Beispiel so Duschbadzeug oder ähnliches drin ist. Dann ist hier jetzt zum Beispiel von Yankee Candle was drin. Dann sind meistens andere Proben oder Postkarten oder ähnliches drin. Da kann sich jeder was rausnehmen. Und dann ist hier auch noch ein Beutel mit Tee, was natürlich auch immer cool ist. Also ich finde, Tee geht immer. Genau, und ich schaue das dann einfach immer wieder durch und sortiere ein bisschen was aus, schaue, was ich natürlich vielleicht auch haben möchte und genau, packe dann wieder was rein. Das ist natürlich kein Muss, aber ich finde es immer ganz süß und außerdem ist im Paket Platz, von daher, genau, packe ich immer so eine Kiste mit rein. Und dann schauen wir jetzt mal, was für Bücher drin sind. Ich habe gestern tatsächlich, als es ankam, so einen kleinen Blick mal reingeworfen, weil ich einfach nicht warten konnte, weil ich nicht wusste, wann ich das Video drehe, aber ich, genau, hab mir gedacht, ich muss es jetzt auch direkt irgendwie drehen. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an und schauen, was für Bücher drin sind und welche vor allen Dingen schon drin waren, also welche sozusagen zu mir zurückgekommen sind. Als erstes haben wir hier Draußen von Volker Klüpfel und Michael Korb. Das ist ein Buch, ich glaube, es war schon mal in einem Wanderpaket, aber nicht in dieser Staffel. Ich muss mal kurz schauen. Nein, wenn ich richtig bin. Es ist nicht von mir. Genau, ich werde euch bei allen Büchern einfach mal so ein bisschen den Klappentext vorlesen, weil ich sie natürlich jetzt nicht kenne. Genau, und dann werden wir einfach mal gucken, welche ich davon behalten möchte. Ein tödliches Geheimnis zwingt Cheyenne und ihren Bruder Joshua zu einem Leben außerhalb der Gesellschaft. Zusammen mit dem mysteriösen Stefan verstecken sie sich im Wald. Er drillt die Teenager mit aller Härte, bereitet sie vor auf einen Kampf um Leben und Tod. Doch je mehr Zeit vergeht, desto weniger glaubt Cheyenne, dass ihnen wirklich Gefahr droht, bis er plötzlich vor ihr steht, der Mann, der sie töten will. Eigentlich klingt es gar nicht so schlecht. Ich hatte irgendwie das nicht so richtig auf dem Schirm bis jetzt. Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ja, klingt jetzt gar nicht so blöd. Muss ich mir mal überlegen. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal auf meinen vielleicht Stapel stellen, wo ich jetzt erstmal rausfinden muss, wo ich das hinpacke, weil ich wie gesagt nicht sonderlich viel Platz habe. So, dann haben wir hier von dieser Jackson You Will Pay. Dieses hier. Sieht ja schon vom Cover her geil aus. Dies ist der Tag der Wahrheit, der Tag der Abrechnung. Auf dem Gelände eines ehemaligen Jugendcamps in Oregon werden menschliche Überreste entdeckt. Detective Lucas Dalton, der vor 20 Jahren als Betreuer in dem unglückseligen Ferienlager arbeitete, schwand Böses. Handelt es sich um die Knochen der zwei Mädchen, die während jenes Sommers spurlos verschwanden? Lucas rollt den nie geklärten Fall neu auf, doch zunächst will keiner der damaligen Beteiligten aussagen, bis einer nach dem anderen die Drohung Strafe muss sein erhält und der erste Mord passiert. Auch das klingt jetzt gar nicht so verkehrt. Ich habe das schon öfter gesehen, aber mir nie groß durchgelesen, um was es geht. Aber ja, auch das erstmal auf dem Vielleicht-Stapel. So, dann haben wir Stirb schön von Peter James. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Eine junge Frau wartet auf ihren Geliebten. Ruhelos geht sie im Zimmer umher. In diesem Moment öffnet sich die Tür und ein Mann tritt ein. Er umarmt sie von hinten, dann plötzlich zieht er ein Messer und sticht zu, wieder und wieder. Als Tom Price diese gespenstische Szene auf seinem Computer sieht, glaubt er noch an einen besonders harten Erotik-Thriller. Doch als er am nächsten Morgen in der Zeitung das Foto der jungen Frau erkennt, weiß er plötzlich, warum die CD, die er durch Zufall im Pendlerzug von London nach Brighton entdeckte, so brisant ist. So brisant, dass er jetzt auch um sein Leben und das seiner Familie fürchten muss. Wow, okay, also das scheinen wirklich ziemlich interessante Bücher hier drin zu sein. Die Entscheidung wird wahrscheinlich ziemlich schwer werden, aber ich muss am Ende sowieso wahrscheinlich gucken, welche Bücher es auch als E-Book bei in der Online oder bei Scooby gibt, sodass ich sie überhaupt lesen kann, weil wenn ihr meine Videos seht in letzter Zeit, wisst ihr meinen Struggle so mit Printexemplaren. Von daher hoffe ich einfach, dass dann ein paar der Bücher nicht als E-Book verfügbar sind. Aber auch das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Ja, das wird schwierig. Dann gehen wir weiter zu Paul Finch mit Schwarze Witwen. Der erste Fall für Lucy Claiborne. Also ist auf jeden Fall ein Teil nach Reihe. Was mich jetzt im Grunde erstmal ein bisschen abschreckt, weil ich so viele angefangene Buchreihen habe, dass ich gar keine große Lust habe, neue anzufangen. Aber mal gucken. Eine junge Frau steht am Straßenrand. Ein Mann hält an und nimmt sie mit. Kurz darauf wird der Fahrer tot und grausam verstümmelt im Wald gefunden. Das erste von vielen Opfern. Jill the Ripper wird die Frau, die ganz England in Angst und Schrecken versetzt, von der Presse getauft. Doch die junge, ambitionierte Polizistin Lucy Claiborne ahnt, dass hinter dem Mord mehr steckt. Verdeckt ermittelt sie in der Unterwelt Manchesters und geht schon bald an den Chef eines brutalen Syndikats.
Ja, klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt, wäre jetzt aber tendenziell erstmal eins, was ich jetzt sage, erstmal nicht. Also gerade dieses Unterwelt und dann Chef von brutalen Syndikats, was jetzt für mich mehr so ein Bandending ist, ist einfach nicht hundertprozentig meins. Deswegen würde ich das erstmal auf den Nein-Stapel legen und dann wahrscheinlich im nächsten Paket wieder reinpacken. So, dann haben wir eins, da freue ich mich sehr drüber, und zwar über Gillian Flynn Crybaby. Ich habe von Gillian Flynn schon mal irgendwas gelesen. Ich glaube, ich war nicht so hundertprozentig begeistert. Genau, Gone Girl steht hier hinten drauf. Könnte mir aber vorstellen, dass das besser ist oder dass mir das trotzdem gefallen wird. Genau. Dies ist ein absolut grandioser Roman. Ach nee, hier steht nur ein Zitat von Stephen King. Okay, das ist schon mal nicht so. Versuchen wir es hiermit. Babydoll steht auf ihrem Bein, Petticoat auf ihrer linken Hüfte. Böse findet sich ganz in der Nähe. Girl prangt über ihren Herzen. Schädlich ist in ihr Handgelenk geritzt. Camille Priegers Körper ist übersät mit Wörtern. Wörtern, die sich in die Haut geritzt hat. Das letzte Wort, das sie sich einritzte, hieß verschwinden. Danach stellt sie sich. Den Therapeuten aber auch ihrer Vergangenheit. In ihrer alten Heimatstadt Windcap wurden zwei Teenager entführt und ermordet. Camille Breaker soll den Fall für ihre Zeitung vor Ort recherchieren. Dabei findet sie den Dämon ihrer Kindheit, und die verbreiten nicht nur Angst und Schrecken, sondern töten auch. Okay, wenn ich das jetzt so lese, muss ich sagen, spricht es mich nicht hundertprozentig an, weil ich es unfassbar verwirrend jetzt schon vom Klappentext her finde. Kann mir aber gut vorstellen, dass es sehr, sehr gut ist. Von daher, ich werde es mir auf jeden Fall mal durchlesen, so Rezensionen und ja, generell so ein bisschen Bewertungen, einfach was andere dazu sagen, wie sie es fanden, und dann könnte ich mir auch vorstellen, das zu lesen. Also auch vielleicht. Genau, bis jetzt war auch nichts dabei, was ich reingetan habe. Dann von Shannon Kirk, Ihr tötet mich nicht, ist dieses hier. Ein bisschen hell mein Licht heute, hm? Naja. Ist auch, nee, auch nicht von mir. Sie ist 16 Jahre alt und im 7. Monat schwanger, als sie auf dem Heimweg von der Highschool überwältigt und in einen Lieferwagen gezerrt wird. Doch die Entführer machen Fehler. Fehler, die ihr vermeintlich hilfloses Opfer kühl kalkulierend registriert. Und der größte Fehler war, sich dieses Opfer auszusuchen. Denn das Mädchen in ihrer Gewalt verfügt über einen messerscharfen Verstand und die Gabe, seine Emotionen fast vollständig zu kontrollieren. Sie weiß, dass es den Kidnapper und ihr Baby geht. Um ihr Baby geht und sie selbst nach der Geburt wertlos für sie ist. Also fasst sie einen Plan. Ihr werdet mich nicht töten, ihr werdet mein Kind nicht bekommen und ich werde mich rächen. Wow. Also, ich bin dezent begeistert, was hier für Bücher drin sind, weil die einfach alle so gut klingen. Auch das wäre jetzt ein Buch für meinen Vielleichtstapel, der jetzt total riesig schon ist. Also, es sind jetzt schon 5 Bücher drauf und wir sind noch nicht am Ende. Ja, ihr macht es mir schwer diesmal. So, dann machen wir weiter mit diesem Buch, Das Mädchen Janie von Petra Hammesfahr. Genau, hier steht wieder Roman drauf, ist wieder was, was ich nicht so gerne sehe. Ja, es kann sein, dass es durchaus trotzdem ein Spannungsroman ist, dass es Thriller-Elemente hat, aber wie immer, ich habe für mich einfach auch beschlossen zu deklarieren, es sollen nur Thriller rein, wo eben Thriller draufsteht, weil es einfach am einfachsten ist. Aber ja, es ist nun mal so, wird aber jetzt sehr wahrscheinlich auch kein Buch für mich sein, einfach weil ich wirklich Thriller suche. Ja, der kleine Mann scheinbar auch. Vom Großvater an Miro verkauft, zieht die elternlose Jenny mit Miros Gruppe bettelnd übers Land, bis ihr eines Tages die Flucht gelingt. Sie wird von Dieter Leuken aufgenommen und kümmert sich auf dem einsamen Hof liebevoll um dessen Mutter. Die alte Frau liegt gelähmt und stumm im Bett. Mit Augenzwinkern versucht sie Jenny begreiflich zu machen, in welcher Gefahr diese schwebt. Doch Jenny kennt keine Morsezeichen. Ja, also wie gesagt, klingt jetzt nicht so schlecht, ist aber auch unfassbar klein geschrieben. Also von daher ist es auch schon wieder was, was mich abschreckt. Ja. Ein Buch, was aussortiert wird, wahrscheinlich, oder was nicht im nächsten Paket landen wird, sondern ich werde es einfach in einen öffentlichen Bücherschrank stellen, weil ich, wie gesagt, Romane ungern in mein Thriller-Wanderpaket habe. So, dann geht es weiter mit Amy Gentry, Good as Gun. Ein Mädchen verschwindet, eine Fremde kehrt zurück. Ich glaube, ich habe es schon mal gelesen. Ist jetzt auch nicht der geilste Zustand. Es hat schon einen Wasser. Ja! Es hat schon einen Wasserschaden. Das mag ich jetzt auch nicht so. Ja, also, es ist noch gut lesbar. Also, so ist es jetzt nicht. Von daher sagen wir mal jetzt mal nichts. Jetzt hier ist der kleine Mann hier ein bisschen am Aufdrehen. Hier, bitte. Möchtest du das? Darf Mama das noch fertig machen, bitte? Ja? Danke. Tom und Anna haben das Schlimmste erlebt, was sich Eltern vorstellen können. Ihre 13-jährige Tochter Julie wurde entführt. Alle Suchaktionen blieben vergebens. 8 Jahre später hat die Polizei den Fall längst zu den Akten gelegt, als plötzlich eine junge Frau auftaucht. Was soll das?
Die Familie kann ihr Glück kaum fassen, doch schon bald spüren alle, dass die Geschichte der Verschwundenen nicht aufgeht. Als Anna von einem ehemaligen Polizisten geheime Informationen über den Entführungsfall erhält, kommt ihr ein furchtbarer Verdacht. Ja, also ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich fand es damals jetzt nicht so gut. Aber vom Zustand her, wie gesagt, Wasserschaden. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht im nächsten Paket landen, sondern eher im öffentlichen Bücherschrank. So, dann ein Buch, was ich auch schon kenne, ist Todesfrist von Andreas Gruber. Ich bin ein riesengroßer Andreas Gruber-Fan. Von daher, ja, auf jeden Fall schön, dass das hier drin ist. Bei mir wird es nicht rausgehen, weil ich es, wie gesagt, schon gelesen habe und vor allen Dingen auch im Regal stehen habe. Aber ich freue mich sehr, dass es weiter wandern darf. Es geht hier einfach um... Ja, der kleine Mann hat jetzt gar keinen Bock, mit seinem Spielzeug zu spielen. Genau, also ich lese euch einfach den Klappentext kurz vor. Wenn sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum ich diese Frau entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht, stirbt sie. Mit dieser Botschaft beginnt das perverse Spiel eines Serienmörders. Er lässt seine Opfer verhungern, ertränkt sie in Tinte oder umhüllt sie bei lebendigem Leib mit Beton. Verzweifelt sucht die Münchner Kommissarin Sabine Nemitz nach einer Erklärung. Einem Motiv. Hallo! Erst als sie einen niederländischen Kollegen hinzuzieht, entdeckt sie zumindest ein Muster. Ein altes Kinderbuch dient dem Täter als grausame Inspiration und das bringt noch viele Ideen. Genau, ja, wie gesagt, ich bin großer Andreas Gruber-Fan. Ich finde das Buch auch super und freue mich, dass es weiter wandern darf. So, dann versuchen wir das jetzt mal mit dem kleinen Mann hier auf meinem Schoß. Mal gucken, ob er das besser findet. So, wir haben noch drei Bücher, ja? Gucken wir uns an hier. Folgendes. Stirb ewig von Peter James. Da war ja schon mal eins von ihm, genau. Dieses Buch. So, seit Tagen ist Michael spurlos verschwunden, lebendig begraben, auf irgendeinem gottverlassenen Acker. Ein kleiner Spaß seiner Freunde beim Junggesellenabschied. Die sich diesen Scherz erlaubt haben, sind tot. Seine Frau und sein bester Freund außer sich vor Verzweiflung. Sie wissen von nichts. Wirklich? Fragt sich Inspektor Roy Grace. Das klingt auch ziemlich geil, ne? Also das ist schon interessant. Ich habe auch von dem Autor bisher noch nie was gelesen oder gesehen. Von daher scheinen seine Bücher ganz interessant zu sein. Also zumindest klingen sie so. Genau, und daher auch ein Buch für meinen Vielleicht-Stapel. Möchtest du das haben? Aber bitte nicht kaputt machen, ja? Und vor allen Dingen nicht in den Mund schieben. So, dann haben wir noch ein Buch, was ich reingetan habe. Und ich habe eigentlich gedacht, das wird rausgenommen, weil das so gut klang. Und zwar Glasgesichter von Cordula Hamann. Und zwar geht es hier darum, diese Bilder lassen niemanden kalt. Farbenreich auf Glas gemalte Frauengesichter, wie im Todeskampf verzerrt. Die Galeristin Andrea Waring ist sicher, mit dieser Ausstellung den ganz großen Durchbruch feiern zu können. Und dann erhält sie einen anonymen Drohbrief. Sagen Sie die Ausstellung ab oder jemand, den Sie lieben, wird sterben. Gleichzeitig zieht der Künstler seine Werke zurück und verweigert jedes Treffen. Was hat das zu bedeuten? Andrea beginnt nachzuforschen und ahnt nicht, welcher dunkle Schatten dadurch auf sie fällt. Denn es gibt jemanden, der dafür mordet, das Geheimnis der Glasgesichter zu wahren. Wie gesagt, ich fand's, es klang super. Also für mich, klingt's gut. Von daher, vielleicht überlege ich mir selber, es zu lesen. Vorausgesetzt, es gibt es irgendwo als E-Book. Wenn nicht, versuche ich es einfach nochmal und lasse es noch eine Runde weiter wandern. So, und das letzte Buch sieht schon ziemlich geil aus vom Cover. Und zwar ist es Das Camp von Nick Cutter. Das ist dieses Buch hier. Warte, ich muss das mal vorlesen, ja? Es ist India. Ein Mann strandet an einem einsamen Insel vor der kanadischen Küste. Er ist ausgemerkelt dünn, wirkt mehr tot als lebendig. Und er hat Hunger, einen unstillbaren, schmerzhaften Hunger. Auf der Insel findet er eine Scout-Gruppe vor. Die Scouts merken schnell, der Fremde ist krank, todkrank. Egal wie viel er isst, sein Körper fällt mehr und mehr in sich zusammen. Und dann sehen sie, dass sich etwas unter seiner Bauchdecke bewegt. Während die Scouts überlegen, was zu tun ist, bemerkt ihr Leiter, dass ihn plötzlich ein nie gekannter Hunger quält. Okay, das klingt ein bisschen abgefahren, muss ich zugeben. Muss ich mir mal durchlesen, was andere dazu sagen, weil ich mir halt vorstellen kann, dass das so ein bisschen in diese vielleicht auch übernatürliche Richtung geht, dass da irgendwie der Typ von irgendwas besessen ist, keine Ahnung. Weil hier steht vor allen Dingen faszinierender Horror der Extraklasse. Ja, Horror ist halt nicht so meins. Von daher, ich schaue erstmal auf, tu es mal auf den Vielleichtstapel und dann schauen wir einfach mal. So, ich habe jetzt mal geschaut, welche Bücher erstmal auf meinem Vielleichtstapel sind, dann welche Bücher ich davon auch als E-Book lesen kann, da ich nicht nochmal denselben
Fehler in Anführungsstrichen machen möchte, wie bei Furie von Chelsea Kane, dass ich einfach so begeistert war, das Buch unbedingt behalten und lesen wollte und jetzt einfach seit Ewigkeiten daran hänge, weil es sehr lange gedauert hat, dass ich eine Lösung gefunden habe, es als E-Book zu lesen. Das heißt, ich werde definitiv nur Bücher behalten, die es auch als E-Book gibt, in dem Sinne auf Scooby oder in der Online. Wahrscheinlich wird es bei jedem Buch ein E-Book dazu geben, aber ich möchte einfach die E-Books nicht kaufen, weil dann brauche ich das Ganze hier nicht machen. Die Bücher sozusagen mir ertauschen und dann das E-Book kaufen, macht halt keinen Sinn. Deswegen, wenn dann, möchte ich das E-Book auch ausleihen. Deswegen schaue ich da direkt nach, welches als E-Book gibt. Das heißt, ein paar fallen da schon weg. Und genau, ich würde sagen, ich zeige euch die einfach mal, weil ich jetzt schon direkt aussortiert habe, welche ich auf jeden Fall nicht behalten möchte. Ich hoffe, der kleine Mann hier lässt mich das jetzt noch machen. Der ist irgendwie gerade ein bisschen schlecht drauf, weil er eigentlich müde ist, aber er wollte einfach nicht schlafen. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht möchte er einfach neben mir sitzen, ein bisschen mich beobachten und spielen. Fand er jetzt auch blöd, deswegen, genau, hoffen wir, wir kriegen das jetzt noch zu Ende. Genau, als erstes gab es jetzt zwei Bücher von Peter James. Das sind diese beiden. Ich habe jetzt rausgefunden, dass das einmal Teil 1 und Teil 2 in der Reihe ist. Ja, finde ich prinzipiell okay, wenn das so drin ist, wenn es halt Teil 1 und 2 ist. Generell mag ich es ja nicht, wenn in meinen Büchern Teile aus einer Reihe sind, die weiter hinten sind als Teil 1. Jetzt ist es halt so, dass beide Teile reingetan worden sind, von daher ist das okay. Fällt für mich jetzt aber deswegen raus, also deswegen möchte ich sie nicht behalten, weil ich einfach keine Lust habe, noch eine neue Reihe anzufangen, weil ich einfach so viele habe. Und genau, deswegen werden die weiter wandern. Wobei ich halt überlege, ob ich nur eins weiter wandern lasse und das andere vielleicht wegtue. Genau, das überlege ich mir noch. Dann ein Buch, was ich prinzipiell gerne behalten hätte, was es jetzt aber nicht als E-Book irgendwo gibt, ist Crybaby von Gillian Flynn. Und ich muss sagen, es war jetzt auch nicht so 100% oder nicht so gut bewertet auf den Seiten, wo ich jetzt geschaut habe. Und da ich auch Gone Girl nicht so gut fand, dachte ich mir so, okay, dann bleibt das auch nicht bei mir. Und vielleicht liest jemand anders und findet super, da würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber es wird auf jeden Fall weiter wandern. Und da habe ich mich auch gegen das Camp entschieden von Nick Cutter. Einfach, ja, weil ich in manchen Rezensionen gelesen habe, dass es eben mehr Horror als Thriller ist. Und das ist einfach nicht meins. Und genau, deswegen das, und es soll unfassbar eklig sein, was mich jetzt prinzipiell nicht stört. Also ich lese ja schon sehr brutale Thriller, ne, wo es auch detailreich beschrieben worden ist, aber es klang jetzt hier schon so, dass es eher in diese Splatter, nennt sich das, glaube ich, Richtung geht, wo es einfach nur brutal gemetzelt wird, so ohne irgendwelchen Sinn. Und genau, das ist, glaube ich, nicht so meins. Deswegen habe ich mich da auch dagegen entschieden. Und dann habe ich jetzt noch drei, die auf meinem vielleicht Stapel standen und wo ich jetzt erstmal sage, okay, da muss ich nochmal näher drüber nachdenken, ob ich sie wirklich lesen möchte. Und zwar ist es einmal Draußen von Volker Klüpfel und Michael Korb. Da, genau, das Buch gibt es auf Scooby, deswegen dachte ich mir so, ich behalte es erstmal. Und an sich klingt es ganz gut. Und ich glaube, ich habe da auch schon mal reingelesen, wenn ich richtig bin. War das mal in einem Try-It-Chapter, was ich mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht mit wem. Ich glaube, bei irgendeinem Halloween-Video, glaube ich, habe ich mal ein treuer Chapter gemacht und ich dachte, da war das Buch dabei. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Genau, aber ich werde es erstmal aufheben. Dann ebenso You Will Pay von Lisa Jackson. Auch davon abgesehen, dass das ja schon sehr rund gelesen ist und ja, jetzt nicht mehr den besten Zustand hat, würde ich es wahrscheinlich auch rausnehmen wollen erstmal. Und genau, es klang eigentlich ganz gut, auch hier nicht hundertprozentig so gut bewertet, hatte ich das Gefühl. Also es war auch ein bisschen kritisch, deswegen muss ich mir auch nochmal überlegen. Genau, werde ich aber auch erstmal behalten. Und ebenso Ihr tötet mich nicht von Shannon Kirk. Das gibt es eben auch, ich glaube, auf Scooby. Und genau, deswegen werde ich das auch mal schauen. Auch hier ein paar negative Stimmen, aber das hat man natürlich bei jedem Buch. Also es ist jetzt so, dass es selten ein Buch gibt, was nur positive Stimmen hat. Von daher werden wir einfach mal gucken und genau, ich werde mir bei den drei Büchern auf jeden Fall nochmal genauer überlegen, ob ich sie lesen werde. Ich werde sie jetzt nicht einfach sofort auf meinen Sub schreiben. Genau, da muss ich einfach mal gucken. Und ja, das war es jetzt letztendlich mit meinem Video. Wieder ein bisschen chaotisch bei mir, wegen diesem kleinen jungen Herrn, der hier sitzt. Aber ihr kennt das mittlerweile und genau, ich hoffe sehr, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, auch mal mitzumachen bei einem Paket, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall bald wieder jetzt in nächster Zeit, je nachdem wie ich auch die Adressen bekomme, ein neues Paket zusammenstellen und das dann wieder auf Reisen schicken, einfach weil es mir auch unfassbar viel Spaß macht und ich eben weiß, dass ihr, beziehungsweise die schon teilgenommen haben, da halt auch wirklich Spaß dran hatten und eben neue Bücher entdeckt haben und das finde ich einfach super und ja, es ist einfach auch schön sozusagen, dass ich euch als Zuschauer vielleicht auch so ein bisschen was wiedergeben kann, außer meine Videos. Und das finde ich einfach schön. Und genau, deswegen macht es mir auf jeden Fall auch viel Spaß.
Und ja, ansonsten schreibt mir natürlich gerne unten in die Kommentare, welche Bücher ihr jetzt vielleicht behalten hättet von diesen Büchern, welche euch interessieren, was ihr zu den Büchern sagt, wo ich jetzt gesagt habe, die würde ich jetzt gerne behalten und eventuell lesen. Genau, freue mich über jeden Kommentar, den ihr mir unten da lasst. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns beim nächsten Video auch wiedersehen. Ciao!